Hallo ihr Lieben, euer Girl, Sirche und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Mit Hannah. Ah, wir haben echt jetzt erstmal 15 Minuten Pause gemacht oder so, weil wir das einfach gefeiert haben. Deswegen, hui! Hui! Einfach gönnen, Leute. Wir haben im letzten Part das Exil-Sklaven-Endlass abgeschlossen, diesen nervigen Scheiß mit den Zwergen. Und wir machen immer noch Luftsprünge. Keine Steingipfelzwerge mehr, keine Dungeons mehr. Und jetzt kommt endlich die chillte Phase. Shinyeer. Wobei wir natürlich hier ein bisschen anders spielen müssen. Ihr seht schon im wacky Bild. Ich muss Ghost-Spammerin sein. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Dagger-Spam geht auch mit Paragon, aber das ist nicht so meins. Finde ich lame. Ghost-Spam macht halt actually Spaß, funktioniert. Nicht gut, aber es funktioniert. Und das wird jetzt so angenehm. Jeremy hat das Gleichbild, also Meister Gerüchte. Und Sanatius hat es, glaube ich, leicht verändert. Unnachgiebige Aura und göttlicher Geist. Ja, ein bisschen andere Skills, einfach weil das wegen Mana-Management ja nicht so leicht ist. Weil Livia jetzt nicht dabei ist. Wir haben also kein Blut ist Kraft. Genau. Und ja, also ich habe Anton die Rüstung gegeben, diese Daydreamer-Rüstung. Das sieht richtig krass aus, hätte ich euch eigentlich zeigen müssen, weil wir hiermit fertig sind. Und Gwen, die wir jetzt erstmal nicht sehen werden, die hat das auch bekommen. Das ist so ein kleines, süßes Kleid. Stimmt, gefällt mir ganz gut. Ja, die werden wir jetzt echt länger nicht sehen. Die ist, glaube ich, auch in Sechsergruppen nicht dabei. Weiß ich nicht. Mit Sechsergruppen müssen wir uns auch noch Gedanken machen. Ja, das stimmt. Da haben wir uns tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. So ein Hybrid aus dem Vierer und Achter. Ja. So, und irgendwie dazwischen. Ja, und es greifen uns hier einzelne Gegner. Das ist absolut ridiculous im Vergleich zu dem Exil. Weil hier einfach gefühlt nichts passiert. Aber die Atmosphäre, diese gechillten Vibes. Und lustigerweise war ich ja mit Paragon damals nicht hier. Nur mit Assassinen. Wo wir gestartet haben. Stimmt. Das heißt, alles neuer Stuff. Stimmt, ich wollte mich auch umziehen. Wieder so ein bisschen oldschool. Fährt diese schöne Rüstung. Ja, Obsidian ist cool, aber ganz ehrlich. Über die gleiche Rüstung ist auch langweilig. Ja. Voll cool. Wieder ein bisschen back to the woods. Der Rüstung hat alles angefangen. Ah, Kappa. Kappa, 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 jo. No cap. Oh, ich bin so froh, Mursat auch mal zu sehen. Der ist auch so cool. Party. Boah, wir einfach Party. Gar nichts können hier. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, voll lame. Ja, haben wir nicht genug gelitten in den letzten Parts. Haben wir nicht genug gelitten. Die können, machen die dir überhaupt Schaden? Ja, aber siehst ja wie viel. ja. Ne? Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Boah, wie cool den beschwert. So. Sieht wirklich aus wie so ein krasses Ritual. Vor allem, die sind immer einzeln. Hier, fang! Und das ist immer so geil, wenn der erscheint und gewinnt, dann walkt er wie so ein King so weg. So als wäre Roman Reigns oder so von WWE. Da jetzt! Kein Gegner mehr? Ne, er hat sich weggeport. Wahrscheinlich, weil es abgelaufen ist. Ja, und das ist jetzt nur so cool, beziehungsweise ist halt maximal. Weil wir Eye of the North zuerst gemacht haben. Deswegen haben wir es auch zuerst gemacht. Weil wir von den Titeln extrem profitieren. Mhm. Tatsächlich. Manchmal überlege ich, einfach das Speer reinzunehmen sogar. Um Mana zurückzubekommen wegen Eye. Muss noch schauen, was da am besten ist. Ja, das funktioniert nicht. Das lohnt sich. Ich denke auch nicht, weil Schauer einfach fehlt. Eben.
Dieses Gebiet hat ungefähr 150 Gegner. So viel wie im Exil des Sklavenhändlers auf einer Stelle waren. Ja. Und das ist jetzt nicht mehr übertrieben gesagt, ne? Es geht wirklich in die Richtung, leider. Ja, wenn du den einen Raum bei Schmiedewicht, der in Erinnerung ruft. Und der davor auch. Ja. Der war auch so komisch. Tiu. Ich baller jetzt das ganze Partyzeug weg. Einfach weil ich so glücklich bin, dass wir es geschafft haben. Alles auf schwer. Ohne Konzept. Mit unkonventionellen Builds. So, macht's nach. Klar lief das nicht rosig und so, aber muss man auch erstmal schaffen, ne? Ach, hat doch Spaß gemacht. Hör auf, dich selbst zu belügen. Das Exil hat wirklich keinen Spaß gemacht. Das Ende schon. Das Ende tatsächlich, ne? Ja. Ja, das ist ja das, was die meisten erst im Hard Mode spielen. Die Feiglinge. Mhm. Oh, hier ist ein Boss. Oh, das habe ich gar nicht spitz gekriegt. Weil jetzt sind wir so lange in Eye of the North gewesen. Wir haben die Story gemacht und dann Gebiete geklärt und alles Mögliche gemacht. Ich bin jetzt voll LOL, actually geil. Mhm. Weil die haben wir nämlich noch nicht. Ich war jetzt so an die gewohnt. Du nicht? Ich habe gerade eh gar keinen Ton. Ach so. Ja. Aber die schöne, beruhigende Shingyea-Musik. Ach, na ja. Das ist übrigens eins der besten Gebiete im Spiel auch. Generell Shingyea ist eins der besten. Ja, wie nennt man das? Gebietsreihen? Region wahrscheinlich. Ja. Aber das hier hat einfach alles. Du hast so ein Schneegebiet, du hast das, du hast Steppe, du hast von allen etwas. Wasserfall, Sehenswürdigkeiten. Das ist quasi so ähnlich wie Ascalon Tutorial, nur halt in Asiatisch. Weil da gab es auch so ein Schneegebiet und ja, so ein paar Sehenswürdigkeiten, ist so ähnlich. Mhm. Das können wir euch leider nie zeigen. Das Ascalon-Tutorial. Da kommen wir ja nie wieder hin. Ja, das ist schade, aber naja, was will man machen? Einfach am Ende noch ein Prophesize-Scheiß stellen. Ja. Nur um das Tutorial einmal zu zeigen. Keine Ahnung, mal schauen. Oh, Naga. Das sind wahrscheinlich die stärksten Gegner hier. Möglich, ja. Aber ja. Na? Stark, richtig stark. Kein Kommentar. Murrsart immer. Ich meine, theoretisch gibt es das ja in Guild Wars nicht, dass man als High-Level-Character sozusagen ins Noob-Gebiet geht. Aber wenn irgendwas dem einigermaßen nahe kommt, dann ist es wahrscheinlich aus dem Exil wieder irgendwie in Shingyea rumzurennen. Ne? Nach dem Exil, nach Malix, nach Unterwelt hier erstmal ein bisschen rumgammeln. Das ist schon lustig. Und dann, weißt du, im Exil war ja teilweise sogar reich der Qualmusik. Mhm. Und hier jetzt diese gechillte, beruhigende Shingyea-Musik mit diesen Asia-Vibes. Das ist echt wie Urlaub gerade. Das ist so geil. Das hat mich auch richtig runtergezogen, das Exil. Aber wie was Henna schon sagt, eigentlich nur die ersten drei Sachen. Ja. Ja, dieser. Vor allem Justizial das zweite mit den Kleriker. Sogar auch noch einigermaßen. Ja, Justizial ging auch. Da haben wir nur am Anfang zu viel Malus aufgebaut. Aber das mit dem Feuer und mit den. Vor allem mit den Klerikern ging gar nicht. Ja. Das mit den Klerikern war mit Abstand das Schwerste, was wir bisher hatten. Ja. Mit riesigem Abstand. Es war so random, unberechenbar und selbst wenn man die perfekte Taktik hat, war es immer noch schwer. Ja. 6 Monks Höhenvorteil und dann kamen immer wieder neue Verstärkungstruppen random. Das stand in keinem Verhältnis. Auch ja, kein Tiger. Einfach too much, ey. Ja, es hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Und ich glaube, selbst im Normal Mode ist das gar nicht mal free. So schwer ist das. Ja. Das ist echt disgusting. Ich kann das übrigens noch ein bisschen abgespaced machen, indem ich das hier mache.
so richtig, sieht jetzt so richtig krass aus. Und dann diesen Anfangsgebiet, was Senna schon sagt. Ja. Oh yeah. Und Tanmur sagt, hey, guck mal, wir kombinieren gerade alles. Der Legionär von Char-Gebiet, der Mursal von Prophesized, der Magoneta aus Elona. Wir sind um die Welt gereist und die Nagano sagen, nee. Die fühlen sich jetzt nicht wie im Exil gegen die Zwerge. Hätte ich jetzt noch den Zerstörertrank dabei, ja gut, der Legionär ist streng genommen. Aber der kann auch für Ascalon stehen, von daher hast du recht. Ach, die gibt's ja auch. Guck mal, Gegnervielfalt. Mensch, das ist auch so ein Ding, was mich bei Exil übelst getriggert hat. Keine Gegnervielfalt. Es gibt 1 Million verschiedene Steingipfel, die alle overpowered sind. Aber es sind gefühlt nur Steingipfel. Ja, ist schon besser hier. Ja, viel geiler. Oh, ich glaube, das ist das coole Gebiet. Ja, der Puangsee ist tatsächlich auch die schwerste Stelle, hier das Gebiet zu bieten hat. Ja, mir schlottern die Knie. Ja, das ist der Witz nach Exil. Aber das ist wirklich das Schwerste. Hier ist so Naga-Behausung. So eine Sehenswürdigkeit. Huangsee. Das sieht wirklich schön aus. Und ja, so ähnliche Vibes gibt es später auch in Shinkai. Ja. Das hat was vom Exil. Total. Ja, mit diesen ruhelosen Toten, oder wie die hießen. Ja, gut. Schon. Entfernt. Eine gewisse Ähnlichkeit. Ich finde die Gruppenkonstellation noch so geil. Immer zwei oder einer Gruppen. Ja. Da hilft auch Level 22 nichts. Weil das eigentlich auch nicht krass ist. Das ist ja fast unser Level. Eben. Ich wollte schon sagen, nee, wir sind höher gelevelt wegen heroischere Frau, aber den haben wir ja nicht mehr. Klar, ich meine, man könnte natürlich sagen, oh, wie schön, Leute. Wir haben ja auch noch den generellen Boost durch den Hard Mode, aber trotzdem. Theoretisch bräuchte Sanatius das Zurückweichen nicht. Aber es ist einfach angenehmer, mal so einen leichten Speed-Boost zu haben, ne? Ja. Ja. Ui, jetzt geht's ins Eisgebiet. Mit Bambus und Schilf und allem, was zuhört. Voll schön. Ich hab's euch angekündigt. Das ist jetzt das geilste Spielerlebnis aller Zeiten, wenn wir damit mit Exil durch sind. Mhm. Und es ist auch eines der besten Gebiete. Es steckt sich einfach so. Noch mehr neue Gegner. Was ist das denn? Necro Level 20. Warum steht bei manchen Gegnern immer die Klasse, bei manchen nicht? Das verstehe ich nicht. Ja. Auf jeden Fall seht ihr. Ist das wieder eine Random Quest? Oh. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall seht ihr jetzt, wie man Ghost Spammer richtig spielt. Grüße gehen raus an Simmer, der es immer falsch gemacht hat. Ja. Viel zu wenig schmerzhafte Bindung. Ja. Wenn ich richtig tryern würde, würde ich die Geister auch noch anders positionieren und alles. Aber brauchen wir hier nicht. Ach, der folgt uns jetzt, wie geil! Mhm. What? Der hilft uns jetzt beim Clearen, oder muss der irgendwo hin? Nee, der will nur die hier platt machen. Ach so. Die habe ich auch vermisst. Mit diesen geilen Geräuschen. Die Tengu. Ich hab die so vermisst. Ja, komm. Gut, jetzt habe ich meine Probleme gerade. Ja, okay. Mann, ich hab so das ist halt das Problem, wenn man nicht Ritualist spielt. Aber was soll ich denn machen? Paragon mit einer Vierergruppe? Funktioniert nicht. Sanatius ist tot. Tja, he just died in the tutorial. Ich kann ihn ja nicht retzen. Also ich kann ihn retzen, aber nicht. Stimmt, ja, wir können retzen. What the actual. Ja. Höchstens wenn ich... Gefallene Brüder von Crackfist müssen gerecht werden. Ah ja. So. Jetzt kann ich ihn retzen. Wo ist er denn? Da. Ja.
Ja, und ihr so? Kann ich mir auch noch selbst ein bisschen Schaden machen? Ansonsten dauert das jetzt noch ungefähr 20 Sekunden. Oh, ist das kacki. Dauert fast so lange wie immer das ständige Sterben im Exil. Aber gut, dass mich halt keiner heilen kann. Das wäre jetzt nämlich nervig. Da müsste man das noch blockieren. Komisch, bei dir sieht es so aus, als hätte ich noch voll viel Leben, ne? Hast du ja auch. Nee, hab ich nicht. Nee, doch nicht. Wenn du bei Gruppenmitgliederanzahl guckt, hast du echt nicht mehr viel. So, ich versüße euch jetzt die Wartezeit. Exil geschafft, yay! Ja. Da ist er wieder. Ja, das sind halt diese Party-Gegenstände. Einmal hier nutzen für ein paar Sekunden ist jetzt nicht so der Burner, aber hey. Wo ist denn dieser komische Typ jetzt? Da oben will er lang. Ach so. Mir geht ein Licht auf. Oh, das sieht so cool aus. Die Beschwörung mit dem Argonentor. Kommt der jetzt mit? Nee, der chillt da jetzt. Hey. Das war ja schon sein Quest. Deswegen war das ja ein bisschen schwer. Watashiwa Jin des. Oh! Das hat schon Anfa-Vibes. Die wir auch in keinen Dingen schön dann haben werden. Das wird hart. Irgendwie schon, ne? Also, es wird nicht hart im Vergleich zu dem, was wir schon erlebt haben, aber. Es wird. Nervig mit den Fallen auch. Die einen dann immer random umschmeißen und übelst spiken. Ah, die sind auch cool, die Purpurschädel, die gibt's nur auf Shingea. Das ist so die Jadebruderschaft auf Wish bestellt. Stimmt. Ja. Die haben den Hauptsitz, glaube ich, hier, Panjiang Halbinsel. Wenn mich nicht alles täuscht. Boah, das mag sein. Das hat auch hier. Von den Farben und so erinnert es an Champions Return to Arms, das Eisgebiet. Das stimmt, ja. Da kommt da. Ebon Vorhut Assassine. Blub, blub. Guck mal, hier haben wir Schnee. Hier haben wir einen Schneemann. Hier fasst es wenigstens. Das stimmt. Oh, dafür, dass so nur so ein 0815-Ritualisten-Gegner ist, der hat ganz schön viele Geister. So ein Geist des Fernwehs. Oh Mann, werden immer umschmeißt. So Verlangsamungsfertigkeiten. Echt? Du, weil es mal langsamer angreift. Oh no. Purpurschädel-Ritualist. Aber die müssen ja auch erstmal ihre Geister aufstellen, dort auch mal ewig. Jo. Mir geht ein Licht auf. So, jetzt habe ich die Wunderkerzen auch verbraten. Das Gebiet kommt einem tatsächlich relativ lang vor, weil halt einfach immer nur so wenig Gegner auf einmal kommen, ne? Ja, aber die sind ja immer schnell fertig. Das stimmt. Melandro-Schuss, actually not bad. Schlechte Elite-Fähigkeiten haben die nicht. Das Problem ist, die haben so kleine Gruppen. Und dann kommen direkt 100 Minions, Ghost-Spammer, Legionär, Mursat, Ebon-Vorhut. Wie will der hier keine Kumpel spawnen? Ja, der denkt auch, er ist der Krasste. Die Schädelklaue. Tada. Flip! Kupferne Purpurschädelmünze, was man doch immer mitmachen kann. Die alle auf einmal. Oh nein! Drei Gruppen auf einmal! Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Salatius, du musst uns heilen! Er stirbt! Oh. Er ist tot! Das ist jetzt nicht gut. Ja, die sind
Immer mal im Purpurschädel, so scheiße sind die nicht, ne? Ja, ein bisschen Herausforderung. Das Problem ist, wir können halt jetzt gar nicht geheilt werden, ne? Ja, müssen die Minions und die Geister halt hängen. Los, wir müssen die besiegen. Sonst kann ich Sanatius nicht wiederholen. Oh, hier ist der Monk. Ich muss jetzt zu Sanatius schnell rüberlaufen, damit er wiederbelebt wird. Ah, nein, ich war nicht nah genug dran. Hä, hey, und jetzt? Weiß ich nicht. Jetzt müsst ihr erstmal alleine weitermachen. Geil. Ihr zwei. Ich glaube, wie weit ihr schafft. Geil, wir sterben im Tutorial-Gebiet, ihr Lieben. Ich glaube, Meister der Gerüchte wird es alleine vielleicht sogar schaffen, weil der ist ja unsterblich. Der wird hier wirklich nicht sterben. Das heißt, ich muss ihn jetzt als Tank verwenden. Der tankt. Und dann stelle ich die Geister auf. Ich hätte sie erst aufstellen sollen, naja. Wie gesagt, der kann ja nicht sterben. Das heißt, er darf jetzt zugucken. Klasse. Naja, bis ihr mal irgendwann drauf geht, falls das passiert. Nee, ich werde jetzt schlau spielen, das ist nicht passiert. Challenge, Leute. Oftmals sind es ja auch nur zwei Gegner. 2 gegen 2 Challenge. Let's go. Let's go. Let's go. Und weil es so gut passt. Ach nee, der Legionär lebt noch. Aber der campt jetzt da, ne? Ja, natürlich. Nein. Kann ich nicht mal einen neuen beschwören. Der beschützt uns jetzt. Leichenstarre, oder wie man das nennt. Ja, ich hab vergessen, wie das hieß. Es gab's immer früher, bei so Brennball. Tja, jetzt kannst du mal endlich Guild Wars in geiler Grafik genießen. Ja, ein richtig kontemporär 2006 Grafik. Es wird behauptet, dass bei den Chiefeln eine Art Geist umgeht. Ja, wo sind denn die Chiefelle? Ist auch wahrscheinlich wieder so eine Sehenswürdigkeit, wo dann so ein Schild steht. Man muss aufpassen, dass Meister der Gerüche sich nicht irgendwann selbst platt macht. Da setzt du eigentlich so oft Dinge. Warte mal, Leute, ich will das mal kurz testen. Kniet sich hin, ja. Ja, geht nicht. Guck mal, also man kann sich hier, das zeigen wir euch bestimmt auch mal. Just for the sake of zeiging. Aber nicht hier, nicht in diesem billigen. Das ist die Liga des Balthas, ja. Ihr greift 10% schneller an. Ihr halt einen. Ach, das ist ja Quatsch. Ihr halt einen 2%igen Moralschub. Eure Angriffe haben 10% Rüstungsdurchdringung. Das ist actually amazing. Plus 1 auf Feuermagie? Nee, wie random ist das? Oh, das für dich bastard. Voll geil. Aber kriegt man vielleicht immer unterschiedliche, je nachdem. Ja, gut, je nachdem, wer da rauskommt. Ne? Das wäre mal. Im Auge behalten, auf jeden Fall. Aber nicht für Shinier. Nee. Also es gibt es auch in anderen Gebieten. So, wenn der jetzt nicht mystische Regeneration macht, der Honk hat er sich wirklich getötet. Ja, doch, macht er, ja. Siehst du, ja. Nee, hab ich manuell gemacht. So. Der macht das nur im Kampf, glaube ich. Ja, ja. Ja, jetzt wäre es gut, wenn er statt Blut des Meisters diesen anderen Crap hätte. Ja, das war nicht so gut wie Blut des Meisters. Ja. Weißt du, was die nämlich auch hatten? Die Deldrimor-Leute, die... Ach, Deldrimor, sag ich schon, Steingipfel. Blut des Meisters. Das ist einfach das Krasseste. Ja, ohne Jeremy wird schwer. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja, ohne Jeremy ist too much. Too much. Wie viele Minions gut, diese Gegner hier schon. Die gehen wohl. Diese einzelnen. Aber nicht die Purpurschädel oder wie das. Oha, was ist mit dem denn, ey? Oha! Der teleportiert. Was so? Was passiert hier gerade? Oh shit. 2 auf einmal. Ob ich das so schaffe? Oh Gott, da verstehe ich wirklich nie, was die machen können. Die sind auch nur Level 1, wenn man auf Normal spielt. Ja. Legit Level 1. Oh. Ja, Renku, was ist los? Ach, ihr seid keine Nekromanten. Es sind diese komischen Trainer. Hm.
Hallo? Der hat einfach Schild der Regeneration, dein Ernst? Brauche ich den Zauberungsgeist? Oh, Lack gehabt, wegen dem Stab. Achso. Flupp! So. Oh, guck mal, wie abgeht der Evon-Foe-Typ. Der hat das nämlich, was ich mal gespielt habe, diese Assassinen-Kombo-Sachen. Aber wenn Gegner blocken, funktioniert das natürlich auch nicht. Oh, shit. Was geht hier ab? Zeng-Jo-Tempel. Tja, Jeremy, jetzt bist du. Ganze Karte ist rot. Exil 2.0. Da kann man die alleine ranholen. Maybe. Ja. Dann ist doch nicht so schlimm. Dieser Assassine. Was? Kommt der denn jetzt auf einmal weg? So, Exil 2.0. Kommen einfach random extra Gegner. Jeremy eigentlich immer. Es dauert so lange, bis die Minions überhaupt mal engagen. Ja, das ist wahrscheinlich einfach weit hinter dir. Der Mills hat immer mit seinen Schwäche-Scheiß. War jetzt eigentlich voll gut gegen Warrior und so, ne? Wegen Assassinen. Ja, aber nur gegen die. Also nur gegen Kampfklassen. Weil ich glaube, die Attribute werden bei Schwäche auch gesenkt. Ja, aber nur um einen Punkt. Ja, gut. Ist im Hard Mode, glaube ich, absolut egal. Das. Ja, ist echt so. Manchmal gibt das nicht so viel zurück, leider. Ja, kommt halt drauf an, wenn man einen Geist anzapft, der eh schon leer ist, kacke. Das weiß man ja nie, das ist blöd. Nee, kann man nicht so wirklich einschätzen. Ich glaube, es nimmt immer den nächsten. Ja, und dann hat man sich voll kalkuliert. Man macht manchmal Minus. Ja. Aber zum Glück hat das ja keine hohe Wiederaufladezeit. Ja, wenn man sowieso schon kein Mana mehr hat, dann war es das. Mit dieser geringen Wiederaufladungszeit. Ja. An jetzt diesen Ort konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ne? Das ist ja richtig geil hier. Ja, ist so. Fast so random Tempel. Also wie abwechslungsreich soll ein Gebiet sein? Das ist ja schon ein zerrissene Erde-Niveau, ey. Ja. Boah, ey, Ghostbearer auch einfach so viel Damage. Guck mal, dein Zeichen der Schmerz. Ach, Zeichen der Schmerz, Schmerz auf die Windung. Ja. Direkt. Dann ist komplett insane. Der kann echt nur tödlicher Schwarm, glaube ich. Oh, ätherisches Licht, unser Lieblingsmonk-Zauber. Einmal berührt, direkt unterbrochen. Das ist auch ein Scheiß. Das ist leider lame. Ist nur gut messbar, Schnellwirkung. Mesmer Heal. Wie der Assassin immer ausrastet. Ja, und gegen Char lebt er richtig lange. Ja. Da kann er gleich noch eine Kombo machen, ja. Ja, da kommt er auch ganz gerne mal mit. Ey, schmerzhafte Windung. Ja, kommen die denn alle weg? Das ist wirklich Exil. Ach, viele Gegner sind es ja nicht mehr. 50. Ja. Hier sind die meisten. Daumen hoch für Henna, er ist im Tutorial-Gebiet gestorben. Als Tank. Ja, wenn ich nicht gewesen wäre, hätte so viel gefressen an Schaden.
Naja, ich ziehe mich ja mal in den richtigen Situationen zurück und Jeremy, der kann ruhig Schaden fressen, der ist eh unsterblich. Ja, zumindest durch die Gegner. Sich selbst kann er aber ganz gut schaden, ey. Blut des Meisters, ey. Aber ich glaube, der kann nie so viele Minions haben, dass er sich selber killt, oder? Alleine nicht, aber wenn man mehrere in der Gruppe hat, dann haben schon. Haben wir ja nicht. Nee, so viele kann er nicht. Ich glaube, 10 mehr geht er gar nicht. Oh, das sind jetzt aber echt einige. Das sind halt Multi mit tödlicher Schwarm. Und tödlicher Schwarm ist generell auch meiner Meinung nach nicht gut. Ja, ist nicht stark. Durchschnitt. Nee, Unterdurchschnitt. Es trifft nur 3 Gegner. Ja. Ja, manche Angriffe treffen nur einen. Das will so ein AOE-Skill sein und dann nur 3. Cool. Das Lichtverhältnis, das sieht voll cool aus hier im Tempel. Ja, oder? Irgendwie ja. So richtig edgy, so richtig abgeschottet. Shaolin-mäßig so. Wir leben in unserer eigenen Welt. Ich finde es sowieso lustig, weil es bei Guild Wars alles viel zu groß für die Größe der Menschen ist. So, ne? Stimmt. Alles ne? ist zu groß. So, die Treppen sind riesig. Die Decken sind alle. Und dann kommt das Cursor-Gebiet, wo die Gebäude auf einmal so klein aussehen. Diese gotischen Gebäude. Wo? Im Cursor-Gebiet. Da sehen die Gebäude klein aus? So. Ja. Alles so riesig. Im Verhältnis zu den anderen Gebieten. Ja, und in Krüter auch. Ja, stimmt. Da sind auch so kleine Hütten ja. und sowas. Ja. Lehmhütten. Aber sonst ist vor allen Dingen Kanta gefühlt alles überdimensioniert. So Alice in Wunderland mäßig. Ja. Ist irgendwie ja, das lustig. Das sieht wirklich völlig insane hier aus, ey. Vulk, wenn ich den nur hätte. Welt wäre eine bessere mit Vulk. Der Mursaat wieder. Minister Cho. Der Lehrensucher Cho. Hier sind bestimmt noch viele und hier. Ja, da in der Eislandschaft, da ist auch noch. Sind jetzt locker alles nur so eine einzelne. Oh, naja. Nee, in der Eislandschaft nicht. Da kamen wir die Tengus. Ich glaube, hier kann man das. Nee, Feather Farming wird hier gemacht. Bei den Jaja-Klippen. Federn? Ja. Gibt es auch Feather Farming mit den schwachen Tengus hier? Ja, Jeremy, no front, aber. Bist ein bisschen lahmarschig. Er muss halt ständig Blut des Meisters machen. Guck, das hat auch keine Wiederaufladezeit. Das ist so heftig. Rein ins Gebüsch! Vorsicht, von rechts kommt auch einer. Ah! Geil. Ebon vor Mut. Und der heilt mich sogar. Der Vampirismus. Zwar nicht viel, aber wenn es so wenig Gegner sind und die Damage so gering ist. Ist das nicht zu unterschätzen? Der Vampirismus. Ich stell dir mal vor, man hätte nur Vampirismusgeister. Dann wird man aber ordentlich. Oh. Leider stackt sich das hiermit nicht. Nee. Das funktioniert nicht. Die finde ich am geilsten. Was die schon für komische Sachen gemacht haben. Die Büffel, der eben teleportiert ist und der eine so mit der leichten Schräglage. Schaden, was? Können die Schaden nehmen? Die Büffel? Ne. Also wenn die jetzt in so einen AOE-Angriff reinlaufen oder so? Weißt du nicht mehr. Glaub nicht. Dafür haben wir hier die befallenen Büffel. Stimmt. Und ja, man muss hier genau, Docs von Kai Neng, wenn man keinen Factions-Chart, muss man hier übersetzen. Zu Chenier, falls ihr euch fragt, wie ich da hingekommen bin in Paragon. Docs von Chenier. Da muss man außerhalb hingehen, dann steht da ein Girl.
Fahrt ihr nach Shingia und dann zack, bis beim Kloster und das habe ich halt offscreen alles aufgedeckt. Damit wir nicht hier nochmal hinlaufen müssen. Mit der Parkrone. Ja, das wäre nervig, aber naja. Deswegen habe ich euch das erspart und ja, deswegen habe ich die Mission auch gemacht. Ja, die kannten wir ja alle schon. Ja. Flump, flump. Flump, flump. Oh, ist das kacki. Hier, Geist der Entzauberung. Viel Spaß mit dem. Die Schild der Regeneration, das ist so nervig, aber jetzt ist es immer wieder weg. Deswegen, Leute, Geist der Entzauberung ist der beste Geist. Missklang ist auch heftig, muss man schon zugeben. Ja. Kommt auf die Gegner an. Ich würde sagen, overall ist Missklang noch ein Tuck besser, aber Entzauberung. Es gibt manche Verzauberungen, die so krass sind. Wenn sie nicht entfernst, machst du gar keinen Schaden. Dann ist der halt der beste Geist. Und keiner spielt die Missklang und Entzauberung. Das sind die besten. Die sind halt teuer. Ja. Als Rito hast du sowieso gar keine Probleme und selbst hiermit ist ja manageable. Irgendwie schon, ne? Ja, stimmt schon. Verstehe nicht, warum die keiner spielen. Haben die sich das nicht durchgelesen? Das ergibt doch keinen Sinn. Kann man die hier nicht mitnehmen. Oh! RNG. Flip! Es reicht. Schmerzhafte Bindung und die drei. Wie schwach tödlicher Schwarm ist. Ja gut, die sind aber auch schwach. Hä, hey, die sind höher gelevelt als ich. Ja, trotzdem. Dann siehst du einfach, dass es kacke ist. Ja, das ist ganz gut in Glints Herausforderung, weil es Kälteschaden macht. Das sind ja Zerstörer. Ach so, weil die Schwäche haben. Hm. Ja. Die Feuergegner Ex hier wahrscheinlich auch. Ja. Und die Stadt Achterschirm. Vor der habe ich gar keinen Schuss mehr. Ach du Ex hier. Nee, nicht mit sieht schon irgendwie machbar sein. Mit Gorn. Gorn muss man eigentlich mitnehmen da. Klar. Der war ja sogar eine Mission. Muss. Der war ja immer dabei. Ja. Na? Ein Tengu, okay. Na, wer gewinnt? Assassin oder Tengu? Ich glaube, der Tengu würde wirklich gewinnen. Ja, klar. Ist ja höher. Na, schon. Ich dachte, Assassin ist krasser als so ein Krieger. Ja, Assassin, wenn der seine Combo einmal rausgehauen hat, kann er nichts mehr. Ja, irgendwie schon, ne? Nur noch 10, 13. Ich weiß auch, warum das so ist. Weil er lame ist? Nee, weil er nicht diesen gezackten Stoß Todesblüte hat. Seine Sachen haben längeren Cooldown. Mhm. Mozart Action, schön erarbeitet durch die Polymog-Folge. Ach, das war so geil mit Polymog. Das hat echt Spaß gemacht. Das sind nur eingeben, es ist hier Polymog, Guild Wars, dann kommt's. Ui! Weiß. Hier sind echt nur ein. Oh, nee. 2 gegen 2, let's go. Minion-Armee plus Mursat plus Assassine plus Geister ist doch fair, oder? Typisches 2 gegen 2 und Höhenvorteil. Dafür haben wir ein höheres Level. Aber stimmt. Ach, jetzt kennen die da hin. Nö, das sehe ich jetzt nicht ein.
Hä, ist das jetzt dir im Ernst? Einfach pullen im Tutorial-Gebiet, geil, oder? Ja, es wäre jetzt auch nervig gewesen, den hinterher zu laufen. Ja, irgendwie schon. Die habe ich so schön positioniert da an der Stelle. Was ist mit ihm eigentlich? Ist nicht Wulk. Hoffentlich nicht. Nee, der hat ja noch volle Energie. Oh, ein Glück. Ach ja. Jeremy, wo bist du? Die Minions brauchen wieder 100 Jahre, bis sie da sind. Sobald sie da sind, tot. Ja. Wie die Steingipfel mit uns, diese Minion Master. Sobald Minion Master 5 plus hat, ist es vorbei. Irgendwie, ne? Ja, es ist halt... Ja, ist halt der Trade-off, ne? Wenn du keine hast. Ja, ja, halt ja. Und das ist das Geile am Ritualisten, darum spiele ich die am liebsten. Du kannst einfach immer die Geister hinstellen. Du kannst mit den Geistern pullen. Ich könnte euch mal zeigen, wie man mit Geister pullt. Wenn die patrouillieren in eure Richtung, dann kommt der hier hin, stellt sie den nächsten Geist hin. Und so werden die immer weiter in eure Richtung gepullt. Was meinst du, wie oft ich das gemacht habe? Das sind auch die wenigsten, weil die meisten Ritualisten, Spieler und Spielerinnen immer Braindead das Geist herbeirufen machen, was absolut kacke ist, meiner Meinung nach. Weil du willst sie ja versetzt haben. Manchmal aus taktischen Gründen auch. Geist herbeirufen macht das Gegenteil. Ja gut, ich meine, du spielst ja auch mit diesen Geistern, die halt eh nicht so lange bleiben. Da lohnt es sich ja nicht, die hin und her zu setzen. Stimmt. Ja, was sind die besseren Geister? Wie oft muss ich. Also, was muss ich tun, damit ich dir das beweisen kann? Du weißt doch, wie stark meine Verzauberungen sind. Und Missklang, wenn die da rein wollen und dann unterbrochen. So absolut Bastard. Ja, kommt halt drauf an, gegen wen der Missklangsgeist kämpft. Wenn er nur einen Krieger angreift, ist halt relativ egal. Ja, gut. Und als Entzauberung auch egal. Gegen Krieger ist das scheiße. Aber Krieger sind eh nie die Problematik in dem Spiel. Aber dafür sind sie fast immer irgendwie dabei. Und können halt ja, das ablegen. Stimmt. Oh Leute, jetzt beginnt die Suche, glaube ich. Jo. Aber Jeremy, jetzt verliert er alle seine Minions. Hier. Ja, wahrscheinlich. Die Hälfte des Gebiets ist echt Eis. Finde ich witzig. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Mhm. Also hier. Da war schon ein Tempel. Mal schauen. Nee, ich glaube, beim Tutorial-Gebiet so eine komische Quest. Also wo man wirklich das Tutorial gemacht hat. Mit Togo und Menlo. Mhm. Siehst du, da ist nämlich nur einer. Also so ein Quest-Typ. Nur leider nicht die Gegner. Ihr Lieben, dann sind sie hier. Da waren wir auch noch nicht. Ja, da ist ja sogar noch ein... Checkpoint und alles. Das ist immer ein guter Indikator. Ha, ich weiß doch, warum wir da noch nicht waren. Ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Da oben gleich links vielleicht? Sieht aus, als wäre da so ein Tor, durch das man... Guck mal, hier ist. Ja, da ist es dann. Nee, doch nicht. Das ist noch nicht. Ja, jetzt links, ja. Maybe, aber nicht, dass es nur in ein anderes Gebiet führt. Das ist nämlich so. Das wird wohl nichts, ja. Da kann man gar nicht mehr lang. Wie führt das überhaupt? In die Provinz Kenia. Sind die denn alle? Hä?
Das Blöde ist, wenn du jetzt leben würdest, könntest du halt auf eigene Faust die ja, versuchen zu finden. Das ist wohl wahr. Keine Ahnung, wo die sein können. Also jetzt waren wir wirklich überall. Oh Leute, ist das kacki. Was ist das denn, ey? Ja, bestimmt irgendwelche Patrouillen auf der grünen Fläche. Nee, grüne Fläche nicht. Die patrouillieren nämlich da nicht. Nicht? Nee. Die Mantien auch nicht? Nee, die gerade ja nicht. Weil sie die patrouillieren, sind diese doofen Tengus. Vielleicht hier? Nee, da waren wir ja. Das ist halt der Wasserfall. Ja, und dann da rechts jetzt irgendwie. Da ist ja noch ein Weg. Hm. Naja, schließt hier aber an, wo war schon mal an. Ah. Was ist das denn jetzt? Cool, Leute, muss ich euch das cutten, bis gleich. Kleine Oni, Leute. Hey, der ist ja knuffig. Normalen Oni immer voll gefährlich. Und er hat, lustigerweise, was? Er hat den... die Bassstimme. Oh. Die anderen Oni haben das nicht. Hä? Ist ja auch schon wieder weird. Ja, wow, einen Gegner gefunden vor 100. Ja, er zählt ja nicht mal. Doch, weil ich immer vom Schlimmsten ausgehe. 150 Gegner können die maximal sein. Hier wäre vielleicht eine Nische. Das wäre jetzt noch eine Idee, sonst haben wir echt ein Problem. Das sieht gut aus. Yes, Kappa ist der letzte Gegner, hoffentlich. Oh, könnte sein. Vielleicht kommen da sogar noch ein, mehr. Zwei. Oh, wahrscheinlich eher nicht. Dunstklinge. Hä, hey, der nimmt immer nur einen Schaden. WTF? Schildkrötenpanzer. So. Das war eine starke Monsterfähigkeit für ein Anfangsgebiet. Ja, aber es ist wahrscheinlich so Flat Damage Reduction. Dass er irgendwie 20 Punkte weniger Schaden hat. Stimmt, ne? Der Hard kontert uns ja hier voll. Tja, es war wohl doch nicht der letzte. Der Kappa war wohl mein Kryptonit. Also drei Kappa und ich hätte für echt keine Chance. Vielleicht noch? Ja, nee. Muss mal Steuerung drücken. Mach ich doch die ganze Zeit. Ach so, ich sehe das nicht. Das habe ich die ganze Zeit gedrückt. Denn hier? Cabo Friedhof. Ja, vielleicht spawnen da noch Gegner. Aber es ist ja egal. Das soll ein Friedhof sein, naja. Doch irgendwie da unten noch was. Ja, die hätten wir jetzt schon ausfindig gemacht. Eigentlich schon. Hm. Wo können die sein, ihr Lieben? Ah, hier im Tempel. Ach, da war noch ein Tempel, siehste? Den meinte ich doch. Ja, aber ich habe ja ursprünglich vermutet, dass wir da echt ganz gut alles erkundet hatten. Honsu. Hier sind alle tot. Hier gibt es auch keine Patrouillen. Die einzigen, die ein bisschen patrouilliert hatten, waren die Tengu. Tatsächlich. All meine Kamera lächeln. Haben aber auch ein freundliches Gesicht, ey. Irgendwie schon, ne? Ja, die sind ja auch nie im Exil. Die haben es sehr gut. Schön schwache Gegner, diese Weide, diese Idylle. Da kann man auch manchmal einfach so random lossprinten, ey. Oh, die sich manchmal aufhalten, das ist zu lustig. Ich glaube, die sind nur hier. Am Minister Show haben wir dann den Plot-Twist. Sind alle befallen. So traurig. Die befallenen Bullen waren auch Warrior. Mit Angriff des Bullen, wer hätte es gedacht.
ein Bullenstoß, ja, aber klar, dass sie hier sind. Das war ja wirklich klar. Das andere habe ich jetzt so systematisch abgeklappert. Ist ja nicht mehr normal. Ab ins Tempelheiligtum. Oh, okay. Noch eine Drohne dazu, okay. Schild der Regeneration, aber ganz schnell im Zauberungstypen. Ja, ich will ja nichts sagen, die waren jetzt zu viert und werden komplett zerstört. Aber Antiden sind halt auch schwach. Irgendwie schon. Yay! Bei mir auch so, als hätte und ich. Und hier Schatzkammer. Hey, du hast schön auf dem Boden gelegen, okay? Ja. Komm noch mehr. Schön gechillt. Wir haben es erst geklärt, wenn ich hier hochgelaufen bin. Wir haben wirklich jeden einzelnen Winkel gesehen. Good job, auf jeden Fall, Henna. Ja, danke, danke. Good job. Ja, hab ich gern gemacht. Oh, let's go. Hä, der hat nicht dazu gezählt. Das ist gut, das war den noch gesehen haben. Ein vom Boss. Imagine, der zerstört uns jetzt. Level 26. Ja, jetzt mit der Ebon-Typen, ey. Ja. Tja. Der war dann doch ein bisschen too much für den. Cool, Leute, das war das Sumpfquartal. Haben wir sehr viel Spaß gemacht. Henna, glaube ich, nicht so. Naja, was soll ich sagen? Es war gemütlich am Boden. Ja, ich würde sagen, Daumen hoch, falls euch dieser Part gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir die Panjiang-Halbinsel tatsächlich klären. Dafür freue ich mich drauf, ich tue es. Stay awesome. Eure Cecil. Ah, eins darf ich nicht vergessen. Ich wollte euch ja noch Anton zeigen. Noch nicht abschalten. Anton, nein, nicht Semmai. Der hat ja jetzt die neue Rüstung. Da ist er. Und die ist so unglaublich fancy. Guckt's euch an. Ist mir die beste Heldenrüstung im Spiel, finde ich, weil. Ja, abgespaced, da geht's nicht. Einfach cool. Gut, jetzt aber wirklich. Bis dann, ne? Ciao. Tschö. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!